Pneumatische Stellventile werden immer noch in vielen Anlagen in Japan und weltweit eingesetzt. Dies mag das Ergebnis ihrer langen Tradition in der Automatisierung sein und der technischen Herausforderung, elektrische Ventilantriebe mit besserer Regelleistung als pneumatische Typen zu entwickeln. Jüngste große Fortschritte bei den magnetischen Werkstoffen haben die Entwicklung von Schrittmotoren ermöglicht, die allein durch das Anlegen eines gepulsten Stroms einen leistungsstarken Betrieb ermöglichen. Sie haben eine ideale Steuerleistung ermöglicht. Es wurden elektrische Steuerventile entwickelt, die eine gleichmäßige Bewegung mit einer Auflösung von weit über einem Tausendstel und ohne Überschwingen ermöglichen. Steptop ist eine Serie von schrittmotorgetriebenen elektrischen Ventilantrieben von M-System. Elektrische Regelventile mit Steptop-Antrieben benötigen keine der für pneumatische Regelventile vorgeschriebenen Luftquellen wie Kompressoren, Lufttrockner, Luftleitungen, Druckminderer oder Filter. Der Regelvorgang beginnt sofort, wenn eine Stromversorgung angeschlossen und ein Signal von 4 bis 20 mA angelegt wird. Schätzungen zufolge lassen sich so die Kosten für die Ausrüstung auf 1/5 der Kosten für eine pneumatische Lösung, einschließlich der Kosten für das Steuerventil, senken. Auch der Energieverbrauch kann auf 10% des Verbrauchs von pneumatischen Geräten gesenkt werden. Elektrische Stellventile explosionssicher zu machen ist nicht einfach, aber möglich. M-System hat sich entschlossen, ein ehrgeiziges Projekt in Angriff zu nehmen, um weltweit alle pneumatischen Regelventile durch Steptop gesteuerte elektrische Regelventile zu ersetzen. Es gibt ein Steptop-Demo-Kit mit einer Auflösung von 1/1000, um die Leistung des Antriebs auf einen Blick zu demonstrieren und die Innovation in der elektrischen Regelventiltechnologie zu zeigen. Probieren Sie das Demo-Kit unbedingt aus! M-System bietet zwei Serien von elektrischen Steptop-Antrieben an. Die kompakte Mini-Top-Serie und die Standard-Servo-Top-2-Serie. In jeder dieser Serien sind Modelle mit Linear- und Drehbewegung erhältlich. Jedes Modell verwendet einen Schrittmotor, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung und hoher Auflösung bietet. Hier ist das Strukturbild des Demo-Kits verwendeten Mini-Top MSP5. Der Schrittmotor ist in diesem Bereich montiert. Ein Schrittmotor besteht aus einem permanent magnetischen Rotor, der von mehreren Elektromagneten umgeben ist, die den Stator bilden. Wenn ein gepulster Strom an die Elektromagnete angelegt wird, dreht sich die Rotorwelle präzise in einem festen Winkel. Die Motorwelle des Mini-Top macht eine volle Umdrehung mit jeweils 24 Impulsen. Die Endantriebsstange des Stellantriebs macht alle 28.800 Impulse einen vollständigen Hub. Diese Zahlen entsprechen also einer theoretischen Auflösung von 1/28.800 pro Impuls. Die Drehbewegung eines Schrittmotors wird über ein Untersetzungsgetriebe mittels einer Spindelmutter, die aus einer Gewindespindel und einer Mutter besteht, in eine lineare Bewegung umgewandelt. Ein Linearpotentiometer ist direkt mit der Antriebswelle verbunden, um die Position der Welle an den Steuerkreis zurückzugeben. Lassen Sie uns nun das Demo-Kit verwenden, um den tatsächlichen Betrieb zu sehen. Dieser Bereich ist der Mini-Top. Der Betrieb der Ausgangsspindel ist auf der Messuranzeige zu sehen.
Dies ist der Eingangsregler, der zur Einstellung der Position verwendet wird. Die vierstellige Digitalanzeigen zeigen den Eingang der Positionssteuerung und den Ausgang der Position. Dies ist ein Funktionsblockdiagramm des Demo-Kits. Die vom Eingangssteller eingestellte Position wird vom Potentiometer umgewandelt und an eine Motorsteuerungslogik weitergegeben. Gleichzeitig wird sie auf der digitalen Anzeige dargestellt. Die vom Linearpotentiometer erfasste Position wird von einem 12-Bit-ADC in ein digitales Signal umgewandelt und als Rückmeldewert in die Motorsteuerungslogik zurückgegeben. Gleichzeitig wird sie auf dem digitalen Anzeigeinstrument angezeigt. Die Motorsteuerungslogik verwendet einen prädiktiven Steueralgorithmus, um den Schrittmotor digital so zu steuern, dass der Sollwert mit dem Rückführungswert übereinstimmt. Dadurch kann er eine Positionsauflösung von über einem Tausendstel erreichen. Wenn der eingestellte Wert geändert wird, folgt die Position sofort und ohne Überschwingen dem Wert. Drehen wir nun den Eingangsregler. Beachten Sie die Werte in der Anzeige für den Eingang der Positionssteuerung und die Anzeige für den Ausgang der Positionssteuerung. Der Unterschied in der kleinsten Ziffer beträgt nur 1 Bit. Die digitalen Anzeigen haben einen Bereich von 1 bis 5 Volt, was bedeutet, dass dieser Unterschied nur 1/4000stel beträgt. Lassen Sie uns nun diese Signale auf dem Trenddiagramm des Tablet-Rekorders von M-System überprüfen. Dies ist ein Rekorder der nächsten Generation, der ein Trenddiagramm auf einem Tablet-Gerät anzeigen kann. Wenn das 1 bis 5 Volt Positionssteuerungseingangssignal und das Positionsausgangssignal in den Tablet Recorder geladen werden, erscheinen Stiftspuren im Trenddiagramm. Drehen wir nun langsam den Eingangsregler. Die Änderung des Eingangssignals der Lageregelung wird durch den blauen Stift und das Ausgangssignal der Position durch den roten Stift angezeigt. Sie können sehen, dass der rote Stift der Bewegung des blauen Stifts ohne Fehler folgt. Das bedeutet, dass sich der Antrieb gleichmäßig und ohne Überschwingen bewegt. Sie können sehen, dass selbst bei einer schnellen Änderung des Eingangssignals das Positionsausgangssignal ohne Überschwingen folgt. Üben wir nun Kraft auf die Antriebsstange aus. Es gibt fast keine Bewegung in der Messuranzeige und im Diagramm. Sie sehen also, dass selbst bei Verwendung als Regelventil die Reaktionskraft der Flüssigkeit keine Wirkung hat. Wir haben also gesehen, dass die elektrischen Stellantriebe Step-Top folgende Eigenschaften haben. Eine Auflösung weit über 1000stel, ein Regelverhalten ohne Überschwingen und nahezu keine Auswirkung der Reaktionskraft der Flüssigkeit. Diese herausragenden Vorteile machen die elektrischen Step-Top-Stellantriebe den pneumatischen Typen überlegen. Die elektrischen Stellantriebe Step-Top werden bereits an vielen Standorten in der Prozess-, Fabrik- und Gebäudeautomatisierung eingesetzt. Ihr Einsatz weitet sich auch auf Bereiche der Ausrüstungsindustrie wie Turbokompressoren, Kühlanlagen und Nahrungsmittelmaschinen aus.
Die Ära der elektrischen Regenventile ist angebrochen. StepTop sollte für eine breite Palette von Anwendungen nützlich sein, die präzise Einstellungen für die Anlagen und Geräte der Benutzer erfordern. M-System kann Ihnen bei Ihren Anfragen behilflich sein. Für weitere Informationen über das in diesem Video gezeigte Demo-Kit und den Tablet-Recorder können Sie sich gerne an M-System oder Centronic AG wenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.